Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr hört schon, es ist windig. Wir sind an der See und zwar an der Ostsee im schönen Wismar. Und wir stellen euch vor den Wohnmobilpark Westhafen Wismar. Richtig schöner Platz. 85 Wohnmobile können hier stehen. Und was man hier genau alles hat, das sagen wir euch jetzt. Wir beginnen hier direkt am Duschhäuschen und Toilettenhäuschen. Das ist nämlich mit dabei, kostet aber, es ist ungefähr so wie das Captain's Hus in Tönning. Das ist alles mit Automaten, man kriegt eine Karte, das werden wir euch auch gleich nochmal zeigen. Wir selber haben jetzt keine Karte gezogen, weil wir sind sowas von autark, wir brauchen es nicht. Auf jeden Fall kostet Duschen 1 Euro für 3,5 Minuten, das heißt ein bisschen schneller duschen als sonst. Wir sollen ja auch Wasser sparen, das ist also ganz gut. Und 4 Euro kostet für 24 Stunden Zugang zu den Toiletten halt. Alles, was man nicht verbraucht, kriegt man wieder zurück auf einer sogenannten Karte. Der Wohnmobilpark in Westhafen Wismar ist wohl einer der beliebtesten Wohnmobilhafen überhaupt in Deutschland. Man muss da wirklich schon aufpassen, man muss Glück haben, dass man entsprechend ein Plätzchen kriegt. Das heißt, immer eine rechtzeitige Anreise ist hier zu empfehlen. Es gibt bedingt wohl Reservierungsmöglichkeiten. Man müsste einfach mal auf die Webseite gehen. Die ist hier unten natürlich eingeblendet. Wie ich bereits gesagt habe, 85 Stellplätze in unterschiedlichsten Art und Weisen. Entweder sehr schattig oder halt hier im Rondell, wo wir gerade hinlaufen. Genau. Bei diesem Weg fahrt ihr im Endeffekt einmal lang, sucht euch ein schönes Plätzchen, denn es ist auch freie Platzwahl. Das ist auch schon, ihr könnt 24 Stunden rund über theoretisch anreisen. Und dann nur hoffen, dass ihr natürlich einen Platz kriegt. Das ist das Einzige, was man sagen muss. Und von diesem Rondell gehen halt immer so ein bisschen noch privatere Areale ab, wo man halt sich dann auch nochmal hinstellen kann, wo man dann dementsprechend auch etwas ungestörter steht. Richtig schön modern ist es. Du kannst mit EC-Karte bezahlen, du kannst mit Kreditkarte zahlen, du kannst mit Apple, Google Pay bezahlen. Ist ja noch nicht selbstverständlich, deshalb sind wir froh, dass das hier auf jeden Fall möglich ist. Dann ist die historische Stadt ganz in der Nähe. Das heißt, du kannst sehr schnell zu den Aktionspunkten, zum Hafen kommst du sehr schnell. Also das ist auch alles hier direkt ums Eck. Und jetzt werden wir euch gleich mal unseren Platz euch zeigen. Hier seht ihr so einen klassischen Standardplatz. Also ihr merkt schon, unser Van passt da perfekt drauf. Es gibt auch größere Plätze, da werden wir euch gleich mal ein Bild einblenden, da seht ihr, da ist es auch. Es ist immer geschottert und man hat ein bisschen Wiese dabei, so dass man sich auch darauf hinsetzen kann. Also wir sind hier richtig zufrieden, dass wir diesen Platz ergattern konnten. Ja, da hocke war nur, würde ich sagen. Hier habt ihr im Prinzip die Stromversorgung. Ihr wählt euch eine Nummer aus, eine freie Nummer, also das heißt die grüne Nummer. Dann haltet ihr die Karte, die ihr im Prinzip beim Check-in entweder bekommen habt oder halt, wenn ihr sie nicht bekommen habt, müsst ihr sie natürlich noch euch holen. Das ist halt wichtig. Und dann kann man im Prinzip hier dementsprechend den Strom aus der richtigen Steckdose ziehen. Und wenn ihr dann fertig seid und sagt, Mensch, ich habe da noch ein bisschen Guthaben drauf, dann ist das auch kein Problem, weil die Rückbuchung funktioniert dann mit der Rückbuchungstaste ganz einfach und dann wieder auf die Karte zurück. Und dann könnt ihr die Karte wieder im Automaten abgeben, wenn ihr dann den Platz verlasst. Hier sind wir angekommen in der, im Prinzip, ja, Zentrale. Also das heißt, hier könnt ihr euch die Informationen erholen. Einmal natürlich Preise, die blenden wir euch nochmal ein. Und dann gibt es auch einige Sachen so über Wismar und so weiter, je nachdem, was man halt erleben möchte. Ansonsten hat man hier den Zahlautomaten und auch den Abreiseautomaten. Das heißt, hier kriegt ihr auch die Wohnmobilstellplatzkarte und dementsprechend den Parkschein, den ihr ins Auto hängen müsst. Ja, und noch schöne Sitzgelegenheiten natürlich mit Raucheraschenbecher. Also das heißt, auch für Raucher ist es hier gut geeignet. Und ja, so wie ich gesehen habe, Hunde sind auch willkommen. Also von daher mit den Tieren kann man natürlich auch herkommen. Ja, ansonsten die Stadtplan sozusagen hier, die gibt es ja dann auch nochmal, eine kleine Übersichtskarte. Wer halt vielleicht kein Handy hat oder so, der kann halt das ganz gut nutzen. Und wie gesagt, auch diese ganzen Informationen, was man hier so in Wismar machen kann. Auch hier liegt noch so ein kleiner Plan, den kann man sich abreißen. Da ist ein kleiner Stein drauf, also auch eine super Sache zum Mitnehmen dran gedacht. Kommen wir hier natürlich noch zur Versorgung und zur Entsorgung. Wir gucken uns erst die Versorgung an, würde ich sagen. Hier habt ihr die Möglichkeit,
für 10 Cent 10 Liter zu bekommen. Ansonsten auch je nachdem, was man reinsteckt, halt 10, 20, 50, 1 Euro und 2 Euro. Dementsprechend kriegt ihr auch die Literanzahl daraus. Also es ist halt wirklich im Prinzip 10 Cent sind 10 Liter und 1 Euro sind dann 100 Liter. Also von daher super Sache. Ja, Kassettentoilette könnt ihr hier loswerden. Einmal Chemietoilette und das ganze andere ist dann nochmal die Toilettenbox ohne Chemie. Also das finde ich auch gut, dass man das nochmal getrennt hat, denn wir haben ja die ohne Chemie, weil wir den Sog verbaut haben. Eine Spültaste sozusagen. Dann können wir hier noch den Auslass für das Wohnmobil, das heißt schön mittig drüber fahren und schon kann man das auch vernünftig rauslassen, denn wir haben unseren Abwasserauslass in der Mitte und da haben wir doch manchmal Probleme. Das ist hier super gemacht. Ansonsten nochmal zum Nachspülen. Gibt es auch noch einen kleinen Schlauch dabei. Was hat der Platz alles noch zu bieten? Natürlich wird hier auch entsorgt. Also ihr könnt nicht eure Kacki und eure Pipi und euer Grauwasser entsorgen. Nein, ihr könnt euren Müll entsorgen. Aber, und das finden wir wieder gut, ihr müsst hier trennen. Also hier wird gelber Sack und Hausmüll wird hier getrennt. Glas wird getrennt. Das seht ihr ja jetzt gar alles. Das gibt es gleich am Anfang. Und ihr könnt, soweit der Platz war, da ist natürlich auch Gas beziehen. Das ist ja für uns Wohnmobilisten auch immer wichtig. Wo kriegt man jetzt ganz schnell Gas her? Was auch schön ist, es gibt auch Alugas. Ja, und sonst habt ihr ja gerade mal so ein paar freie Plätze gesehen. Das wird ja ein Glücksmoment für uns, dass wir diese Möglichkeit haben, euch auch mal freie Plätze zu zeigen. Sonst ist der Platz natürlich gut belegt, aber bei dem schönen Wetter hier, wir haben das Osterwochenende, damit ihr es ungefähr auch einordnen könnt, wann wir hier unterwegs sind. Glaube, ist alles perfekto Meter. Haben wir gesagt, was es kostet? 15 Euro die Nacht. Genau, und ansonsten gibt es natürlich noch... Strom kostet 60 Cent die Kilowattstunde, das können wir euch sagen. Und ja, jetzt werden wir noch ein Fazit machen von dem Platz und deshalb gehen wir wieder zurück zu unserem Platz. Fazit zu dem wunderschönen Wohnmobilpark Westhafen Wismar. Richtig. WWW. Aha. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Ja. Das ist richtig. Ist gerade so in meinen Kopf durchgekommen, wo ich halt gesagt habe: Wohnmobilpark Westhafen Wismar, tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Du hast viele Versorgungs- also beziehungsweise viel Service dabei. Das heißt, ja, du bekommst hier auch alles. Preislich finde ich den vollkommen in Ordnung. Es gibt hier noch einen weiteren, der kostet weitaus eine Ecke mehr. Und von daher für 15 Euro die Nacht ist es vollkommen in Ordnung. Wer noch ein bisschen Service braucht, muss das natürlich noch zusätzlich bezahlen. Ist genau, aber auch alles moderat. Also von daher kannst du nicht. Aber wie gesagt, für den Stellplatz, wo du dann die Entsorgung hast, ist das wirklich in Ordnung. Und du bist wirklich citynah. Das können wir euch auch erklären. Ihr müsst einfach nur mal nach dem Video schauen. Einfach raus, denn da seht ihr mehr von Wismar und ein bisschen von Rostock noch. Aber genau, da seht ihr auf jeden Fall mehr von Wismar. Und deshalb empfehlt sich euch, guckt nochmal mal das Video. Dann merkt ihr, wie schnell man von diesem Platz, zum Beispiel am Hafen, in der Innenstadt, zum Baumarkt und wo man nicht alles da war. Wie schnell das da geht, das wollte ich mal sagen. So, genau. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, dann gerne runter in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt uns auf Instagram, Facebook. Jo, und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.